wenigstens auf das traditionelle Schmücken des Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz von Querfurt durch die Kinder der Kindereinrichtungen der Stadt wollte man auch in diesem Corona-Jahr nicht verzichten. Tag für Tag kommen in diesen Tagen Kinder der Einrichtungen mit selbstgebastelten Schmuck, wie an diesem 8. Dezember die Forschergruppe der Kita Sonnenkäfer. Angeführt von Leiterin Anja Jammermann und der Erzieherin der Forschergruppe Anja Kuhnt kamen die Kleinen pünktlich auf dem Marktplatz an. Ja, die Stadt hat uns dieses Jahr auch wieder dazu eingeladen, zu der wunderbaren Tradition, unseren Weihnachtsbaum in der Stadt Querfurt zu schmücken. Wir sind von der Kita Sonnenkäfer und sind derzeit 5 Gruppen und Hortanbindung direkt bei der Volkssolidarität Saale-Güffhäuser e.V. im Gebäude im Fliederweg 7. Ja, und wir finden es echt toll, dass wir das trotz Corona auch in diesem Jahr wieder ins Leben rufen dürfen und uns dran beteiligen dürfen. Es ist eine schöne Aktion. Ja, und die Kinder freuen sich jedes Jahr drauf, haben sich gut vorbereitet, haben ein Lied vorbereitet. Und wir haben das zur Tradition bei uns in der Einrichtung gemacht, dass das immer die Vorschulgruppe machen darf, damit das nochmal so ein besonderer Moment für die Kinder ist. Und so sangen sie ein bekanntes Winterlied. In mein Röckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern. Mal Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Schneeflöckchen, Weißröckchen, deck die Blümelein zu. Dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal. Da bauen wir den Schneemann und werfen den Ball. Dann gab es ein besonderes Abenteuer für die Mädchen und Jungen. Konnten sie doch mit der Hebebühne bis an die Spitze des Weihnachtsbaumes durch 2 hilfreiche Mitarbeiter des Bauhofes der Quernestadt befördert werden. Dort konnten sie ihren Weihnachtsschmuck anbringen und hatten einen ganz besonderen Blick auf den Marktplatz. Natürlich von den anderen bestaunt, die aber dann selber an die Reihe kamen. Und so wurde der Weihnachtsbaum der Stadt Querfurt an jedem Tag bunter und bunter.